Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Würde mich tatsächlich mal wirklich interessieren, glaubt ihr, der FC Schalke 04 schafft es jetzt vor der Winterpause noch einen Sieg zu holen gegen Bielefeld? Wäre es wohl möglich, aber Bielefeld wird sich da auch gegen sträuben. Aber wir werfen noch einen kurzen Blick auf die Tabelle. Die Timelinks findet ihr in der Videobeschreibung in den Kapitelmarken. Jetzt geht's los mit Union Berlin gegen Dortmund. Zum Auftakt des 13. Spieltags empfing der erste FC Union Berlin den BVB. Das Terzic-Debüt ist gelungen. Man gewann mit 2:1 beim SV Werder Bremen. Die drei Punkte waren im Sack und das war die entscheidende Komponente. Der erste FC Union Berlin spielte nur 2:2 nach 2:0-Führung gegen den VfB Stuttgart. Ein Ergebnis, mit dem man durchaus leben kann, aber es wäre eben durch die lange 2:0-Führung auch mehr drin gewesen. Der BVB musste erstmal in der Defensive aufpassen, jetzt aber auch vorne aktiv. Reus, Witzel, Bellingham. Da schlagen sie dann doch relativ aus dem Nichts zu. 0:1 in der 28. Spielminute. Bis dahin war relativ wenig von den Gästen nach vorne zu sehen. Als sie das letzte Mal hier auswärts antraten, da kassierten sie eine Pleite. Marius Bülter wird sich besonders an diesen Abend noch erinnern. Heute aber der BVB zielstrebiger in letzter Instanz. Sie hatten die mittlerweile deutlich größeren Möglichkeiten. Julian Brandt, der hier den Ball ganz haarscharf vorbeischiebt. Zweiter Durchgang. Dortmund wieder im Vorwärtsmarsch. Und in der 55. Minute dann mit dem 0:2. Jadon Sancho wird da gut von Witzel bedient. Witzel, der auch nicht komplett vor Kritik gefeit ist in den letzten Wochen, machte heute aber einen deutlich besseren Auftritt als sonst noch. Bellingham, Reus bekommt den Ball wieder und nach 61 Minuten war hier eigentlich schon alles klar. Union Berlin erwischte nicht den besten Tag und der BVB erschlug gut zu, konnte in den entscheidenden Momenten die Treffer erzielen und gewinnt zum Auftakt des 13. Spieltags mit 3:0. Und damit ein ganz herzliches Hallo in der Konferenz. 13. Spieltag, die letzte Konferenz vor der ganz, ganz kurzen Winterpause. Wir starten in Mainz und da hat der SV Werder Bremen noch eine offene Rechnung zu begleichen. Mainz schoss sie gedanklich zumindest letzte Saison schon in die zweite Liga, aber dann kam der SV Werder Bremen zurück. Wir sind gespannt, ob sie sich hier rächen können, die Werderaner, und schauen jetzt in Leipzig vorbei. Wo der 1. FC Köln zu Gast ist und auch Köln hat eine Rechnung zu begleichen, nicht unbedingt mit RB Leipzig, aber mit sich selbst. Aus der englischen Woche trägt man eine 0:4 Pleite mit sich rum, also das war gegen Leverkusen doch schon arg schwach, was da die Geißböcke brachten. Gegen Leipzig wird es jetzt keine einfachere Aufgabe, da muss man sich in der Defensive vor allem deutlich verbessern. Defensive, ja, da hat auch Frankfurt ein Thema. Das kann man wohl sagen. Eintracht Frankfurt zu Gast beim FC Augsburg. Das 3:3 unter der Woche. Das tat den Frankfurtern weh, aber auch Abraham, der mit Gelb-Rot vom Platz flog, der hat damit seinen letzten Bundesliga-Auftritt auch gehabt. Hier hätte er noch mal rangedurft, aber er wird ja jetzt aufhören und hier ist er eben gesperrt nicht dabei. Augsburg gewinnt mit 1:0 in Bielefeld und heute möchte man das vor der Winterpause noch einmal vergolden. Ja, Borussia Mönchengladbach, diese Mannschaft, vor allem Lars Stindl mit der Nummer 13, die Mannschaft, die Frankfurt solche Kopfschmerzen bereitet hat, selber aber auch nicht so 100% zufrieden ist mit dem Saisonverlauf. Ja, in der Champions League ist man mehr als zufrieden, aber die Punkteausbeute in der Bundesliga, sie lässt noch etwas zu wünschen übrig. Davon kann Hoffenheim ein Lied singen, da läuft es wirklich überhaupt nicht. 0:1 zuletzt gegen Leipzig verloren. Ja, aber das sind Sorgen, da können die beiden Teams jetzt nur von träumen.
Das ist der FC Schalke 04 auf der einen Seite, auf der anderen Seite Arminia Bielefeld. Für die Arminia läuft es ja so, wie man es hätte erwarten können. Es ist wirklich der Ritt auf der Rasierklinge, aber nicht unmöglich für Arminia. Der FC Schalke hingegen, ja, irgendwann müssen sie ja mal gewinnen. Vielleicht heute das erste Spiel 2020 in der Bundesliga haben sie gewonnen gegen Gladbach. Vielleicht jetzt das letzte gegen Bielefeld. Starten wollen wir das Ganze aber in Mainz. Dann wollen wir mal. Der erste FSV Mainz 05 in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Sie wollen den SV Werder Bremen ganz tief unten mit reinreißen, aber auf der anderen Seite ist es dann wiederum die große Möglichkeit für den SV Werder Bremen, wieder ein bisschen Luft da reinzubekommen, aber man wartet eben seit Ewigkeiten auf einen Sieg. Die Niederlagen in letzter Zeit, sie häuften sich dann doch wieder. Tor auf Schalke! Und den ersten Treffer der Konferenz haben wir auf Schalke. Auweia, Königsblau. Fabian Klos mit dem 1:0 in der vierten Spielminute. Ganz früher Gegentreffer. Klos, der hier erst nicht durchkommt, aber nachsetzt. Das Glück des Tüchtigen auf der eigenen Seite hat. Stambouli läuft da irgendwie über den Ball rüber. Für Fährmann ist nichts mehr zu halten. Und so liegt man aus Königsblauer Sicht schon wieder hinten. 0:1 nach 4 Minuten. Gegen Arminia Bielefeld, man hatte sich sicherlich wieder einiges vorgeworfen. Das ist jetzt über den Haufen geschmissen. Also 0:1 hier, wir gehen nach Leipzig. Der Sieg der Leipziger gegen Hoffenheim war nun wirklich nicht schön anzuschauen. Aber die drei Punkte, sie waren unter Dach und Fach gegen Hoffenheim, wo man es ja auch nicht so einfach hat, selbst wenn es bei den 1899er nicht so gut läuft. Der erste FC Köln muss das 0:4 gegen Leverkusen erstmal wegstecken und der nächste Treffer in Augsburg diesmal. 1:0 für den FCA. Eintracht Frankfurt bekommt die Defensive in dieser Saison einfach nicht so richtig in den Griff. Michael Gregoritsch hat da in der Mitte viel zu viel Platz. Rode lässt ihn aus den Augen und Hasebe im Abwehrzentrum ist auch zu weit weg. Das war eine sehr schlechte Absprache. Gregoritsch da mit dem linken Außenriss vorbei an Kevin Trapp, der nun wieder hinter sich greifen muss. Also für die Fuggerstädter ist das optimal. Letztes Mal gegen Bielefeld haben sie spät getroffen, jetzt treffen sie früh, müssen natürlich auch noch nachlegen. Also 1:0 hier, wir bringen... Beginnen jetzt auch mal in Gladbach. Wo die TSG ganz gut beginnt, wenn wir bei diesem Begriff bleiben wollen. Die TSG macht es gut in den magentafarbenen Trikots, daher gerade kurz die Irritation. Gladbach in den weißen Trikots ist etwas augenschonender. Hoffenheim muss aber jetzt auch wirklich mal wieder punkten. Es läuft nicht so gut in der Saison. Man ist Tabellen-13. Also schlechter hätte es kaum laufen können. Hier kommen sie nicht durch gegen gut stabilisierte Gladbacher und wir wechseln nach Mainz. Hier ist es etwas spannender, weil der SV Werder Bremen hier auch gute Ansätze nach vorne hat. Noch keine 100%ige Tormöglichkeit. Und jetzt der Gegenangriff vielleicht über Stöger und Unisivo. Also das Spiel von Mainz gegen Hertha, das war wohl eins der schlechtesten Bundesligaspiele der letzten 10 Jahre. Muss man einfach mal so sagen. Aber ein gewonnener Punkt für Mainz vielleicht, der später noch viel wert sein wird. Der SV Werder Bremen hätte sich über einen Punkt gefreut gegen den BVB. Stöger um Toprak herum, das geht ja viel zu einfach. 1:0 Mainz. Kevin Stöger mit der Führung für den ersten FSV. Und der SV Werder Bremen, er bekommt hier wieder Probleme in Mainz, in der Opel Arena, bekommt ja möglicherweise ganz dunkle Erinnerungen an letzte Saison. Mit diesem Sieg ist Mainz auf 2 Punkte dran am SV Werder Bremen. Tor in Gladbach. Wäre es zumindest. Und jetzt auch ein Treffer in Gladbach. 1:0 für die Gäste.
Nicht unverdient, Robertsko mit einer schönen Direktabnahme. Der Ball von Baumgartner etwa auf den Elfmeterpunkt gezogen, dieser Ball. Und Robertsko ist zu frei. Oskar Wendt war mit eingerückt. Das sind eigentlich genügend Spieler da im Strafraum der Gladbacher. Aber sie bekommt sich geklärt. 1:0 hier für die Gäste, 1:0 auch für die Gäste auf Schalke. Ja, es ist gruselig für den FC Schalke 04. Es läuft weiterhin nicht gut. Vielleicht jetzt mal Matondo, Stambouli. Aber keine gute Hereingabe von Stambouli. Und in der Mitte bekommen sie es dann auch nicht wirklich gut geregelt. Und Bielefeld kann kontern über Sergio Córdova. Der hat da viel Platz. Verschleppt jetzt aber zu sehr das Tempo. Und der FC Schalke kann sich wieder organisieren. Aber man kann ja nicht mal sagen, dass der FC Schalke immerhin eine stabile Defensive hat. Auch das wäre gelogen. Heute ein ganz früher Gegentreffer. Jetzt steht es hier weiterhin 0:1. Und wir wechseln. Sind wieder in Leipzig, wo der erste FC Köln defensive Stabilität erstmal ganz groß schreibt. Trotzdem jetzt vielleicht die Chance, Sörloth. Doch kein Problem für Timo Horn. Hier nach einer knappen halben Stunde kann man das Resümee ziehen. Leipzig wieder wenig spektakulär wie gegen Hoffenheim. Aber am Ende geht es ja einfach darum, ein Treffer mehr zu erzielen als der Gegner. Und momentan würde da eben ein einziges Törchen reichen, weil Köln so viel nach vorne auch noch nicht hinbekommt. Das 0:4 gegen Leverkusen, das war eben auch eine ganz schöne Schlappe. Da war man wirklich hoffnungslos überlegen gegen den Tabellenführer von Bayer 04. Jetzt kommt Leipzig. Dani Olmo bekommt den Ball aber nicht rübergelegt. Olmo. Sörloth zurück zu Forsberg. Aber dann war es wohl abseits. Doch relativ knapp, aber die richtige Entscheidung. Die 16er-Linie zeigt es einem auch schon ganz gut an. Also hier war Tor in Augsburg. Weiterhin auf den ersten Treffer. Den nächsten Treffer gibt es in Augsburg. Der Ausgleich für Frankfurt. Djibril Sow mit dem 1:1. Die Frankfurter kommen hier mittlerweile richtig gut rein ins Spiel und verdienen sich damit auch diesen Treffer. Augsburg bekommt es nicht geklärt. Frankfurt hat zu viel Platz im 16er, kann sich da den Ball hin und her schieben. Das ist wirklich sträflich verteidigt. Und für Rafael Gikiewicz im kurzen Eck ist dann dieser Ball zu straff geschossen, sodass er da nicht mehr eingreifen kann. Also 1:1 hier, zwei Tore also in der WWK-Arena. Der FC Augsburg muss sich erstmal wieder fangen, ansonsten könnte das hier auch noch ganz schnell in die andere Richtung umschlagen. Zumindest das 1:1 hat Frankfurt ja jetzt erzielt und da haben sie direkt wieder den Ball. Also, wir haben hier zwei Treffer gesehen, in Mainz bislang nur einen. Ja, hier führen die Gastgeber noch, der SV Werder Bremen ist bemüht, aber im Gegensatz zu Eintracht Frankfurt kommen da nicht wirklich die großen Chancen bei rum. Die Mannschaft von Florian Kohfeldt, man möchte das nicht immer zu monumental formulieren, aber das ist doch schon sehr limitiert und man fragt sich, wo ist da die Idee, wie soll hier ein Treffer fallen für die Mannschaft von der Weser. Mainz aber hier selber im Abseits. Also Mainz macht den besseren Eindruck. Kein wirklich gutes Spiel. Vielleicht sieht das in Gladbach anders aus. Nicht wirklich. Gladbach hier gerade mit dem Handballmodus. Hier um den 16er rum von 1899 Hoffenheim. Aber wo ist die Lücke? Hoffenheim will das 1:0 in die Pause retten. Stindl, Embolo. Und das wird nichts mit der Führung zur Pause für die TSG. Breel Embolo in der 45. Minute mit dem 1:1. Das war gerade wirklich Ewigkeiten, wie lange die Fohlenelf da den Ball hin und her spielen kann vorm 16er. Und irgendwann ergibt sich eben die Lücke. Eine Unkonzentriertheit von Havard Nordveit, der den angeschlagenen Vogt in der Startaufstellung heute vertritt. Vogt, der gegen Leipzig ja sich durchbiss, aber lieber geschont wird.
Also auch hier der Ausgleich, den haben wir auch in Frankfurt gesehen beim 1:1 in Tor in Augsburg. Augsburg. Ja, okay, der ist jetzt wieder passé, also schnell nach Augsburg. Frankfurt dreht tatsächlich das Spiel noch vor der Pause. Daichi Kamada mit dem 2:1. Vollkommen verdient. Vom FC Augsburg kommt hier gar nichts mehr und es ist wieder ein Pass im 16er, der quer gespielt werden kann von Erik Dohm. Diesmal kommt der Ball zu Kamada, der dann gut abschließt, unten links den Ball platziert und zusticht. Halbzeit auf den anderen Plätzen in den anderen vier Stadien dürfte dann hier gleich auch wohl soweit sein. Und statt zumindest ein 1:1 zu haben, aus Sicht der Augsburger, hat man hier jetzt ein 1:2 und muss zwingend zurückkommen im zweiten Durchgang. Das hat man aber gegen Schalke bewiesen, sogar in Unterzahl, dass das funktioniert. Frankfurt ist ein ganz dickes Brett jetzt zu bohren, aber die wollen ihre Führung jetzt auch gerne mal über die Zeit bringen. Das klappte ja nicht immer. Also kurz die Ergebnisse in der Pause und dann geht's gleich weiter. Jo, hier haben wir die Ergebnisse einmal im Überblick. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Nochmal vielen Dank fürs Reinschalten. Mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß. Jo, weiter geht's. Zurück in der Konferenz, zurück in Mainz, wo der Führungstreffer aus der 21. Minute von Kevin Stöger nach wie vor Bestand hat, weil der SV Werder Bremen hier nicht so viel nach vorne bringt, was in irgendeiner Art und Weise spektakulär wäre. Da hat man sich mitunter gegen den BVB besser geschlagen, der BVB aber auch ja, am Ende eben doch erfolgreich. Für den ersten FSV Mainz 05 momentan wäre es auch ein Sieg über den SVW. Und der wäre brutal wichtig, das ist ja ganz klar. Fernandes bekommt den Ball, aber auch wieder abseits. Das ist ziemlich auffällig. Mainz sehr oft im Abseits. Kompliment für die Hintermannschaft da vom SV Werder Bremen. Aber jetzt muss auch nach vorne was kommen. Und bei Schalke auch. Ja, aber sie sind momentan weiterhin hinten gefordert. Riesenparade gerade von Ralf Fährmann. Der verhindert hier wirklich Schlimmeres. Es könnte schon 0:2 stehen. Und das in der 50. Minute wäre vielleicht schon so der Genickbruch gewesen. Eckball nicht gut getreten. Mendil kann klären. Aber Bielefeld bleibt weiter vorne dran. Die wollen hier wirklich erhöhen. Das machen sie gut. Sie ruhen sich nicht auf diesem frühen Tor von Fabian Klos aus, sondern müssen nachlegen. Ein Treffer ist ja immer extrem unsicher. Aber vom FC Schalke 04 kommt einfach zu wenig. Hier haben wir nochmal den Treffer von Klos aus der 4. Minute. Und den muss Schalke jetzt wieder ausbügeln. Wir melden uns, wenn was passiert, und geben jetzt ab nach Leipzig. Wo wir immer noch auf den ersten Treffer warten, das ist doch relativ enttäuschend von RB Leipzig. Auf der anderen Seite kann man dem ersten FC Köln dann eben auch das Kompliment machen. Sie leisten hier gute Arbeit in der Defensive. Nach vorne könnte man aber solche Situationen wie jetzt gerade eben auch besser ausspielen. Kampl legt raus zu Angelinho, der Torjäger heute noch nicht so richtig in Erscheinung getreten. Vielleicht muss ein Treffer von ihm dann wieder herhalten. Forsberg, gute Aktion. Dani Olmo kommt aber nicht durch. Und jetzt der erste FC Köln. Spielen Sie es jetzt endlich mal besser aus. Sebastian Andersson kann den Ball festmachen. Leipzig trabt da teilweise nur hinterher. Aber das Tempo ist auch wieder komplett raus aus dieser Szene. Neben Nios. Schauen wir noch kurz drauf, bevor wir rübergehen. Hector vielleicht. Hector Andersson. Neben Nios. Und plötzlich dann doch die Möglichkeit. 66. Spielminute, das wäre jetzt mal was gewesen. So weiter 0-0. In Augsburg haben wir bislang die meisten Tore gesehen. Und Frankfurt schraubt weiter dran. Machen das hier richtig gut. Chor
zu Daichi Kamada. Viel Platz für Da Costa. Kommt nicht durch gegen Raube Leo. Gut geklärt. Aber nicht ausreichend. Coa Silva. Und der Treffer zählt. 67. Minute. Plötzlich Silva komplett frei vor Gikiewicz. Klar wird das nochmal auf Abseits untersucht, aber was war da auf einmal los? Der FC Augsburg unsortiert. Raube Leo klärt, dann geht aber keiner rauf. Und dann war es ja wohl kein Abseits. André Silva bleibt eiskalt vor Rafael Gikiewicz. 3:1 hier. Ist das schon die Vorentscheidung? Möchte man noch nicht zumachen, vor allem nicht, wenn Frankfurt mit 3:1 führt. Wir sind in Gladbach. Man merkt den Mannschaften ihre europäische Vergangenheit in dieser Hinrunde an. Also, das ist hier wirklich nicht mehr Hochleistungs... Tor in Mainz! Sport auf dem allerbesten Niveau und jetzt Tor in Mainz, na immerhin. 2:0 für die Gastgeber und jetzt hat der SV Werder Bremen allerspätestens ein Riesenproblem. Mateta schön weitergeleitet, dann Kunde Malong auf Jean-Paul Boetius. Der schiebt dann an Pavlenka vorbei, der kann den Fuß nicht mehr ausfahren. Und es bleiben Bremen 20 Minuten für zwei Tore. Nicht so, dass es gegen den ersten FSV Mainz 05 in dieser Form nicht möglich wäre. Aber ist der SV Werder Bremen momentan diese Mannschaft? Sei mal dahingestellt. Wir melden uns bei Gelegenheit und gehen jetzt nach Schalke. Und Bielefeld kann kontern, Klos. Da spielen sie schwach aus. Viel zu schwach. Das war eine gute Überzahlsituation. Und es kommt ein Einwurf für Schalke raus. Also, das sollte auch den Schalkern zeigen. Arminia Bielefeld ist hier nicht die routinierteste Bundesligamannschaft. Aber das, was die Arminia bislang macht, es reicht aus gegen diese Schalker. Vielleicht jetzt Kutucu. Schwacher Ball. Brunner wehrt ab vor Benito Rahman. Es ist hier ein Duell der Unzulänglichkeiten. Das muss man so hart sagen. Aber es ist eben noch alles offen. Schalke. Tor an Augsburg. Eine knappe Viertelstunde Zeit und in Augsburg fällt der nächste Treffer. Ja, alles spätestens jetzt ist es vorbei. Sebastian Rode mit dem 4:1. Und der FC Augsburg muss aufpassen, hier nicht komplett auseinanderzufallen. Wieder so ein Pass von wieder Dominik Kor müsste es gewesen sein, der hier zum Top-Vorlagengeber ja, sich hochspielt. 4:1, also hier ist es gelaufen. In Leipzig, ja, da wartet man noch auf überhaupt ein Tor. Es gab gerade die Möglichkeit und das ist für Paulsen eigentlich ein hundertprozentiger Treffer. Gegen Hoffenheim hat er das Tor erzielt, hier scheitert er. Gut gemacht von Timo Horn, aber trotzdem, als Bundesliga-Stürmer ist das ein Muss-Tor. Jetzt sind hier noch knappe 10 Minuten zu gehen. Und der erste FC Köln, er versucht das hier über die Zeit zu retten. Mit diesen Standardsituationen hier holt man sich natürlich auch die Zeit. Also unentschieden hier, unentschieden auch noch in Gladbach. Valentino Lazaro gerade kurz im Fokus, steht aber im Abseits. Hier gerade danach mit einem Seitfallzieher versucht wieder auf Traumtorejagd zu gehen. Heute würde es vermutlich zum Dreier reichen. Sein letztes Traumtor war ja nur Ergebniskosmetik. Gladbach will es etwas mehr. Hoffenheim würde sich jetzt mit diesem 1:1 wohl zufrieden geben. Mehr oder weniger. So gut das eben geht in ihrer Lage. Und Stindl. Traoré verliert aber den Ball an Adams. Und Elfmeter in Mainz. Kann kontern, aber wir schauen uns natürlich den Elfmeter in Mainz an. Für wen denn bitte? Für die Gäste aus Bremen und vielleicht wird es jetzt doch noch einmal spannend. St. Just, der hier
sich in Akrobatik versucht. Ja, das ist ein glasklares Handspiel. Und auch, um ehrlich zu sein, eine unnatürliche Körperhaltung. Versuchte alles, aber die Chance für Bittencourt. Und die nutzt er. 2-1, 85. Minute. Wir sind also wieder im Bereich des möglichen Punktgewinns für die Gäste. Bittencourt bleibt überlegt und hat die Nerven vor Bayern Zentner, der sich für die andere Ecke entscheidet. Dann ist der einfach ja, gut verlagert. Kein guter Elfmeter, aber wenn er drin ist, ja, dann ist er perfekt. Sogar 2-1 hier wird es vielleicht nochmal spannend. In Gelsenkirchen ist das auf jeden Fall der Fall. Ja, wobei das nur mitnichten zutrifft. Denn der FC Schalke 04, er kommt nicht mal mehr aus der eigenen Hälfte raus. Arminia Bielefeld kassiert sehr viele Tore immer in den letzten 10 Minuten. Zuletzt auch wieder gegen den FC Augsburg. Das möchte man heute unbedingt vermeiden. Und zwar damit oder indem man den Gegner vom eigenen Tor fernhält. Vielleicht ist das die richtige Strategie. 87. Minute. Rizzo Duan hat hier auch logischerweise sehr viel Zeit für diesen Freistoß. Schiri platziert sich nochmal. Keine so schlechte Position, vor allem wenn man da Fabian Klos mit drin hat im 16er. Den bringt er rein, aber Serdar ist da. Boah, übler Freistoß. Aber auch gut verteidigt. Aber was kommt noch vom FC Schalke? Kabak. Ja, das ist Verzweiflung. Wir gehen nochmal nach Leipzig und warten auf ein Tor. RB Leipzig versucht es jetzt hier zu erzwingen und Köln, sie stemmen sich dagegen. Es gibt nur eine Minute Nachspielzeit. Ja, warum auch mehr? Limnios nicht unbedingt angehalten, hier ganz schnell nach vorne zu spielen. Andre Duda. Ja, und dann ist Schluss. 0-0 hier. Leipzig wird sich ärgern. Für Köln ist das wohl vollkommen in Ordnung. Wir gehen nochmal nach Gladbach. Auch hier die letzten Sekunden auf der Uhr. Borussia Mönchengladbach bekommt aber keine Chance mehr, weil auch jetzt hier Schluss ist. 1-1 für Hoffenheim. Okay, für Gladbach vielleicht schon wieder zu wenig. Wieder nur unentschieden. Und Frankfurt mal nicht unentschieden zur Abwechslung. Nein, die Eintracht kann tatsächlich noch gewinnen. 4-1 schlagen sie überzeugend den FC Augsburg und das war spielerisch mitunter schon sehr ansehnlich von der Mannschaft aus dem Herzen Europas. 4-1 hier, das war es aus der Konferenz. Jetzt die Zusammenfassungen. Dank fürs dabei gewesen sein und bleiben Sie am Ball. Der Sieg von RB Leipzig gegen Hoffenheim war schmucklos, aber eben das, was man genau haben wollte. Jetzt gegen den 1. FC Köln zu Hause war man in der deutlichen Favoritenrolle. Der 1. FC Köln ließ sich von Leverkusen abschießen, 0-4. Hier tat sich Leipzig aber schwer, lange Zeit, 28. Minute, die erste gute Möglichkeit von Alexander Sørloth heute in der Startaufstellung, aber Timo Horn mit der Parade. Köln in den gelben Trikots, da war nach vorne wirklich gar nichts rauszuholen. Leipzig immer mal wieder kurz in Ansätzen gefährlich. Dani Olmo, hier scheitert er an Timo Horn. Es hätte schon die Führung für Leipzig sein können. Es war unter dem Strich aber auch keine wirklich sensationelle Bundesliga-Partie. Das war eher etwas unterdurchschnittlich und unterkühlt. Im zweiten Durchgang nun auch mal tatsächlich der Gast aus Köln, Hector Andersson Limnios. Das wäre mal ein Paukenschlag gewesen in der 66. Spielminute. Da fliegt der Ball irgendwie durch den 16er. Guter Abschluss am Ende für Limnios, aber so ganz wollte es auch nicht wirklich mit einem Treffer heute was werden. Leipzig hatte die letzte Möglichkeit. Nochmal Olmo und Paulsen. Und jetzt muss das machen. Das ist die hundertprozentige Tormöglichkeit in der 78. Spielminute. Da hat Paulsen
den Sieg auf dem Fuß, aber er vergibt ihn am überragend parierenden Timo Horn und so bleibt es beim torlosen 0:0. Damit werden die Gäste aus Köln wohl deutlich besser leben können. Das 3:3 von Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt war spektakulär und man konnte auch irgendwie glücklich sein, aber auf der anderen Seite wieder verschenkte Punkte und man war nicht so ganz zufrieden mit den Schiedsrichterentscheidungen. Hier war man mit der Defensiventscheidung erstmal nicht so richtig zufrieden. 19. Minute Robert Sko mit dem Führungstreffer für die in rosa gekleideten Gäste. Das war ein starker Auftakt der Hoffenheimer. Borussia Mönchengladbach tat sich lange Zeit schwer. In der 45. Minute dann aber schlugen sie zurück. Noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich zu erzielen, sehr wichtig. Stindl bereitet vor. Stindl, der überragende Mann gegen Frankfurt, traf dreimal per Kopf, per Elfmeter, per Freistoß. Ein Hybrid, ein Allrounder. Hier im zweiten Durchgang, jetzt war Gladbach besser. Sie hatten mehr Selbstvertrauen, mehr, was sie hier entgegenzusetzen hatten. Hoffenheim fiel nicht mehr so viel ein. Die Elf von Sebastian Hoeneß ja auch durchaus unter Druck. Die Niederlage gegen Leipzig unter der Woche. Mal wieder ein Schlag ins Kontor. Die letzte Möglichkeit hier Lazaro. Aber selbst wenn er drin gewesen wäre, hätte nicht gezählt aufgrund einer Abseitsposition. So endet es mit 1:1. So richtig zufrieden können damit beide nicht sein. Der FC Schalke 04 nutzt jetzt die Möglichkeit, gegen Arminia Bielefeld den ersten Sieg der Saison einzufahren. Das erste Spiel 2020 und das letzte Spiel in der Bundesliga 2020 zu gewinnen, das wäre doch mal ein Ansatz. Aber hier sah es ganz übel aus. 4. Minute, Fabian Klos. Das Spiel gegen Freiburg, gegen Breisgauer. Die Schalker waren deutlich unterlegen und auch hier gegen Arminia Bielefeld. Es war lange Zeit schwach von den Gastgebern. In der 36. Minute dann zumindest mal eine gute Tormöglichkeit, wo der gegnerische Keeper Stefan Ortega mal eingreifen muss. Coutinho hier mit dem Abschluss, der ist nicht so schlecht. Coutinho heute in der Startaufstellung machte durchaus einen guten Job, aber so richtig viel bekam er da auch nicht serviert. Zweiter Durchgang, Arminia Bielefeld, weiterhin die bessere Mannschaft. 50. Minute Gebauer, aber der ist verpasst hier die Führung zu erhöhen, weil Ralf Fährmann doch im Tor noch der sicherste Rückhalt zu sein scheint. Aber der FC Schalke 04, er braucht dringend irgendeine Lösung. So wird es auf jeden Fall nichts mit dem Klassenerhalt. 60. Minute, der FC Schalke 04 hat Glück, dass Fährmann eben nach wie vor zwischen den Pfosten steht. Und Schlimmeres verhindert Edmundson nochmal mit der Möglichkeit. Von Schalke kam nichts mehr. Bielefeld rettet dieses frühe 1:0 vollkommen verdient, aber über die Zeit und hätte eigentlich auch ein paar Tore noch mehr erzielen können. Ja, die beiden stecken mal so richtig tief in der Krise. Beim ersten FSV Mainz 05 ist es noch etwas schlimmer. Der SV Werder Bremen aber muss auch mal wieder gewinnen. Hier am Samstagnachmittag sah es aber erstmal nach dem Gegenteil aus. 21. Minute Kevin Stöger mit dem 1:0 für Mainz 05. Das war ein gruseliges Bundesligaspiel bei der Hertha am Dienstagabend. Heute machte man was nach vorne. Pavlenka streckt sich, kommt aber nicht mehr ran. Auch im zweiten Durchgang Mainz die bessere Mannschaft. Mateta zu Kunde, Malong weitergeleitet auf Jean-Paul Boetius. Und 20 Minuten vor dem Ende fiel dann schon die Vorentscheidung, aber der SV Werder Bremen erbäumte sich noch einmal auf. 84. Minute Handelfmeter, Saint-Just, der da ja zu ungestüm, ungeschickt reingeht. Klare Handelfmeter, Bittencourt lässt sich das nicht nehmen. 85. Minute der 2:1 Anschlusstreffer und plötzlich wieder Hoffnung da beim SV Werder Bremen, vielleicht doch noch einen Punkt mitzunehmen, das Mainz-Trauma zu überwinden, aber es sollte nicht mehr kommen danach. Das Spiel endet mit 2:1 für den ersten FSV Mainz 05. Ein ganz wichtiger Sieg für die Mannschaft von Jan-Moritz Lichte. Ja, und der SV Werder Bremen, spätestens jetzt ist er im Abstiegskampf angekommen. Der FC Augsburg holte sich spät einen Sieg gegen Arminia Bielefeld und Frankfurt. Sie gaben spät Punkte her, ganz spät, gegen Borussia Mönchengladbach. Und hier in der Frühphase
hat man diesmal auch verschlafen. Michael Gregoritsch in der 7. Minute mit dem 1:0 für den FCA, die Mitte komplett offen. Frankfurt muss ja auf den gesperrten Abraham verzichten. Das wäre sein letztes Bundesligaspiel für Frankfurt gewesen. Nun musste er zuschauen. Aber seine Jungs machten das dann auch gut. Jibril Sow in der 36. Minute der Ausgleich. Knapp 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Nochmal wichtig hier diese Ansage kurz vor dem Pausenpfiff. Und Frankfurt kam sogar noch einmal eine Minute Nachspielzeit. Erik Durm hat da viel zu viel Platz, sieht dann in der Mitte Kamada. Und Frankfurt dreht das Spiel noch vor der Pause. Ganz schwach diesmal von den Fuggerstädtern. Da muss man sich auch fragen, was los ist mit der Mannschaft von Heiko Herrlich. Im zweiten Durchgang Frankfurt die dominante, die bessere Mannschaft. Chor mit dem schönen Pass auf André Silva in der 67. Spielminute. Chor nicht unbedingt für die fußballerische Oberklasse bekannt. Hier dieser Pass, der war durchaus ansehnlich. Frankfurt hatte alles im Griff, von Augsburg kam nicht mehr viel und dann durfte sogar noch einmal Sebastian Rode ran in der 78. 4:1, dicker, fetter Nackenklatscher für den FCA. Sie verlieren hier nach früher Führung mit 1:4 gegen Frankfurt und die Eintracht, sie kann tatsächlich doch noch gewinnen. Ganz wichtiger Sieg für die Elf von Adi Hütter. Das Topspiel am Samstagabend hat es tatsächlich noch einmal in sich. Bayern 04 Leverkusen gegen den FC Bayern München. Leverkusen, die mittlerweile einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Der FC Bayern überwand den VfL Wolfsburg unter der Woche. Hier gegen Leverkusen wollte man ähnlich auftreten und wieder Lewandowski, der in Erscheinung kommt. Aber diesmal in der 25. Minute wird er zurückgepfiffen. Erzielt da zwar das 1:0, aber ein Schritt im Abseits. Leverkusen rasierte den ersten FC Köln im Vorbeigehen weg, so schien es zumindest. Da ließen sie den Geisbergen gar keine Möglichkeit. Hier gegen den FC Bayern aber merkte man dann doch, dass der FC Bayern ein ganz anderes Kaliber darstellt. Thomas Müller mit dem 1:0, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Die Bayern waren schon deutlich besser. Leverkusen konnte nach vorne noch nicht so viel Durchschlagskraft erzwingen. Das war ein eher enttäuschender Auftritt der Mannschaft von Peter Boss. Sollte nun im zweiten Durchgang logischerweise anders werden. Und die Leverkusener, sie kamen. Florian Wirtz. Sehr gute Möglichkeit. Aber etwas zu unplatziert geschossen. Für Manuel Neuer dann eher ein kleineres Problem. Aber stark wie sich Wirtz da im Duell der Nummer 27 mit David Alaba durchsetzt. Und Leverkusen kam zum Schluss noch einmal hier gut auf. Bailey, super Pass von Patrick Schick, aber der gerät ein Ticken zu lang. Und Neuer kommt gut raus, macht das richtig stark. Leverkusen hätte hier durchaus ausgleichen können, ausgleichen müssen. Der FC Bayern München mit dem 1:0 gut bedient. Und dann schlugen sie aber nochmal zu. Sie machten dann alles klar in der 84. Minute. Serge Gnabry auch in den letzten Wochen nicht unbedingt in bestechender Form. Jetzt schlägt er zumindest mal wieder ein auf der Torschützenliste. 0:2 verliert Leverkusen das Topspiel gegen die Bayern. Etwas unglücklich, aber nicht unverdient. Der SC Freiburg holte sich ganz wichtige 3 Punkte beim FC Schalke 04 gegen desaströse königsblaue Schalker. Und die Hertha, ja, desaströs, damit kennen sie sich aus. Das Spiel gegen den ersten FSV Mainz 05 war wirklich eine ganz schlimme Erfahrung für alle Fußballfans. Hier gab es dann nach 18 Minuten 2 Möglichkeiten auf einmal. Hätte es die am Dienstagabend gegeben, hätten sich die Fans schon gekringelt vor Freude. Das hier war eine Riesensituation, die Müller aber verhindern konnte. Der anschließende Ecksturz von der linken Seite. Niklas Stark kommt auch ran per Kopf in der 20. Spielminute. Setzt den aber etwas zu hoch an. Der SC Freiburg, er hatte einen Tag weniger Pause, aber hier am Sonntagnachmittag sollten beide Mannschaften nochmal die Möglichkeit haben, alles rauszuhauen, bevor es dann in die
möglicherweise viel zu kurze Winterpause geht und Piontek in der 44. Minute doch vor der Pause noch mit dem Führungstreffer, war vollkommen verdient. Die Mannschaft von Bruno Labbadia, plötzlich konnte sie wieder Fußball spielen. Man war doch etwas irritiert. Die scheinen ab und an mal gehemmt zu sein. Im heimischen Olympiastadion könnte es durchaus runterlaufen. Hier auswärts in Freiburg, wie gesagt, sah es besser aus. Und sonst nicht so viel los im zweiten Durchgang. Der SC Freiburg, er konnte nicht mehr wirklich viel bewegen. Und es war wieder die Hertha, die hier eine Offensivaktion hatte. Keine 10 Minuten mehr zu spielen. Noch einmal die Hertha. Piontek hat lange den Ball, schließt dann selber ab. Nicht wirklich die allergrößte Gefahr, aber immerhin nochmal eine Tormöglichkeit. Nach 90 Minuten stand es dann 1-0. Die Freiburger machten viel zu wenig und die Hertha kann auswärts gewinnen. Zum Abschluss des 13. Spieltags trafen der VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart aufeinander. Die Stuttgarter in den schwarzen Trikots, sie sicherten sich durch den Mann eben gerade, Sasa Kalajdzic. Spielt einen Punkt gegen Union Berlin, das war beeindruckend. Hier hatte Silas die erste gute Möglichkeit, wird dann aber im letzten Moment noch gerade so gestoppt vom Fuß von Maximilian Arnold. Der Captain, der sich hier reinhaut und den Abschluss verhindert. Sonst Kunkas zählt sicherlich vor größere Probleme gestellt. 28. Minute. Die nächste Aktion der Schwaben, Sasa Kalajdzic. Nicht so schlecht, dieser Freistoß. Senkt sich dann am Ende, aber ist eben etwas zu weit nach links platziert. Vom VfL Wolfsburg, die die erste Niederlage gegen die Bayern hinnehmen mussten, war nicht so viel zu sehen. Jetzt Koulibaly zu Kalajdzic. Da war sie nun. Die Führung für die Gäste, 33. Minute, Kalajdzic. Da die Übersicht zu behalten, dann so einen Abschluss rauszuhauen, das ist schon richtig stark. Diesmal hat er sich hoffentlich selbst aufgestellt bei Kickbase. Das wird Punkte geben. Der VfL Wolfsburg kurz vor dem Seitenwechsel dann mal. Philipp, Maximilian Philipp. Wie aus dem Nichts das 1:1. Bitter für den VfB Stuttgart. Gut gemacht von Philipp. Er traf früh gegen die Bayern. Am Ende sollte sein Tor nichts wert sein. Das wollte der Wolfsburger hier aber deutlich anders sehen. Josep Brekalo, eine Viertelstunde vor dem Ende, ansonsten relativ ereignisarm, die zweite Hälfte. Das hier aber eine große Möglichkeit, Parade von Gregor Kobel. Den anschließenden Eckstoß schauen wir uns an. Maximilian Arnold auf den Fünfer gezogen. Das ist natürlich komplett sträflich. 76. Minute, Wout Weghorst mit dem 2:1 steigt da hoch, weil der VfB das im Raum verteidigt. Aber Weghorst dann viel zu frei an den Ball kommt. 2:1 gewinnt der VfL zum Abschluss, dreht diese Partie etwas unglücklich für den VfB. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo, da würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten, bleibt gesund. Unter der Woche kommt noch DFB-Pokal, nicht vergessen. Haut rein und adios.